Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Minecraft, denn heute geht es mal wieder ums Let's Play und da ist eine Spinne, was ich aber nicht gut finde. Hau mal ab hier. Und ja, heute machen wir ein bisschen weiter in unserer Welt und zwar würde ich tatsächlich heute sagen, dass wir ein bisschen weiter Terraforming betreiben. Was meine ich jetzt hier mit Terraforming? Tatsächlich fangen wir mal ganz an, die Fläche, die wir jetzt so gesehen eingezäunt haben, mal zu begradigen, ne? Dass wir später dann auch wirklich da schöne Sachen hinbauen können. Aber dafür brauchen wir auch erstmal viele Schaufeln, denn wir haben viel zu tun. Sehr viel, sehr, sehr, sehr viel. So, jetzt habe ich... Na, eine Axt brauchen wir aber auch. Haben wir eine Axt? Haben wir eine Axt? Nein, haben wir natürlich nicht. Das war ja so klar. Gut, dann machen wir uns das noch, ein paar Stöckchen. So. Genau, jetzt brauche ich wieder Stein. Wie ihr seht, ich bin gerade voll fokussiert, weiß genau, was ich mache. Ich mache hier absolut keine Fehler. Ja. Wenn ihr es glaubt, schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, dann nicht. So, okay. Na, Futter nehmen wir doch mal mit. Autsch, nehmen wir noch mit. So. Genau, da drüben ist so ein Handeltyp, aber den ignorieren wir, denn er hat eh nichts Gutes. So, erstmal müssen hier die Bäume weg. Das ist auch erstmal wichtig, dass hier die Bäume alle mal wegkommen, denn ihr steht hier tatsächlich im Weg. So. Ne, also einer der großen Ziele ist es ja hier tatsächlich, dass wir erstmal natürlich die ganze Fläche relativ begradigen oder so ausstatten, dass wir hier schön bauen können. Andersrum aber auch, Leute, wir müssen die ganze Fläche irgendwann mal, ich sag mal, wenigstens mit Fackeln komplett auslöschen, dass wenigstens hier auf unserer gesicherten Utopie hier keine Monster spawnen, die uns hier das Leben schwer machen könnten, ne? Weil ihr wisst ja, ne, Monster, vor allem Creepers haben es gerne in diesem Spiel auf mich abgesehen. Und ja, das ging nicht immer gut aus, aber bisher, ich bin zwar gestorben, ja, aber ich habe noch nie meine Sachen verloren, ne, weil ich immer wusste, okay, wo bin ich gestorben? Das kann man schon sagen, dass es ein bisschen lucky ist, ne? Aber generell würde ich trotzdem sagen, alles gekonnt, alles geplant. Und Leute, falls es euch schon aufgefallen ist, ich habe natürlich hier wieder mein Optifine etc. drin. Ich habe einen Fehler tatsächlich gefunden, woran das Ganze hier gelegen hat. Und tatsächlich war es einfach eine Einstellung, die hier falsch war in Optifine. Und dadurch ist Minecraft bei mir gecrashed. Total dämlich, aber ist einfach so, ne? Manchmal sind die Lösungen einfach sehr dämlich. Kann man nicht anders sagen. Na gut, erstmal kommen hier die ganzen Bäume weg. So, ja, dich machen wir auch nochmal weg. Und danach würde ich sagen, fangen wir an zu schaufeln, dass wir hier ein bisschen, ja, ein bisschen frei haben. Aber da Schaufeln generell ja sehr langweilig ist, muss man ja sagen, hier ist auch mal ein Creeper explodiert, man sieht's, würde ich sagen, dass wir das Ganze auch in Zeitraffer hier einfach mal kurz durcharbeiten. Ja. Wie gesagt, ich habe ja ein paar Schaufeln. Mal schauen, wie lange das hier geht. Hatte ich nicht mehr Schaufeln? Egal. Ich dachte schon mehr. Egal. So, das bedeutet, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. So, meine Schaufel ist gerade kaputt gegangen. Ja, ein bisschen Erde habe ich jetzt abgetragen. Es wird jetzt auch gleich Nacht. Ich sammle noch kurz hier Ressourcen ein. Crafte vielleicht noch eine Schaufel oder sowas. Und dann gehe ich mal in die Haie. So, genau, hier Stein brauche ich. Dann machen wir uns nochmal zwei Schaufeln.
Denn wir haben jetzt sehr, sehr viel Erde und das brauchen wir tatsächlich, denn, upsala, das sollte nicht da rein. Wir haben noch auf der anderen Seite unserer Insel, wie auch immer ihr das hier nennen möchtet, was wir hier haben. Es sollte mich beeilen. Es wird ziemlich schnell dunkel. Denn wir haben zwar das Gebiet relativ eingegrenzt, ne? Aber es hat noch nicht überall gepasst, ne? Also überall sind zum Beispiel Löcher, ne? Die so, ne? Was unter unserer Ebene wäre zum Beispiel, ne? Und das sollten wir eigentlich auch mal korrigieren, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, jetzt gucken wir jetzt nämlich mal kurz. Ja, habe ich eingesammelt, okay. So, ne, das ist ja alles hier. Ja, genau, das können wir auch mal kurz fixen. Ne, das hier meinte ich, genau das zum Beispiel, ne. Das ist ja jetzt unserer, ich sag's mal, Ebene. Und das sollten wir mal korrigieren, würde ich jetzt mal sagen. So. Damit das wenigstens eben ist hier an dieser Stelle. Ich bin mir sowieso noch nicht ganz sicher, wie wir das später hier machen werden, weil hier ist ja der Berg. Und ich habe ja gesagt, der Berg bleibt auf jeden Fall hier, dieser große Berg. Ne, da wird zwar auch noch geändert, ne? Ein bisschen, ne, das ist ja klar. Aber im Großen, Groben und Ganzen bleibt er so, wie er ist. Und unsere Karotten sind fertig. Cool. So. Als wir letzte Folge Karotten gefunden haben, finde ich immer noch geil. Okay, erstmal hier was futtern. So. Ah, da hinten ist noch ein Crafting-Table. Irgendwann müssen wir den eigentlich auch mal abbauen. Aber egal. So. Eine Aussicht ist ja schon geil hier, ne? Egal, machen wir erstmal weiter. Also, genau. Ne, das ist zwar auch noch ein bisschen angeglichen. Was hier passieren wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Da muss ich echt noch überlegen, wie wir das hier anstellen werden. Aber das passt. Genau, hier geht es jetzt hoch. Oder ob man... Das ist schwierig, ne? Also hier geht's hoch. Das ist soweit in Ordnung. Das ist auch hier nicht mehr. Das kann man auch nochmal korrigieren. So. Genau. So. Das passt, das passt. Okay, das passt auch. Jetzt, da ist eine freilaufende Kuh. Die Mobbing-Kuh. So. Genau, hier ist auch noch eine Ebene, die auch noch weiter unten liegt. Das sollten wir auch mal korrigieren. Und dafür brauchen wir jetzt sehr viel Erde. Ich habe jetzt ein paar Stacks ja gerade abgefarmt. Und das Ganze sollte jetzt hier anfangen. Ich meine, das wird noch sehr, sehr viel Arbeit hier, ne? Das kann ich euch jetzt schon mal sagen, dass das noch lange dauern wird, bis das Ganze mal fertig sein wird, ne? Das ist ja ein Ding, das wird wirklich in zwei Folgen hier gemacht sein. Das wird ja, im Gegenteil, es wird wahrscheinlich lange dauern. So, der Baum muss auch mal hier weg. Jetzt gucken wir mal kurz. Dachte ich mir schon. Okay, geht's so weit runter. Ich meine, das wird ja auch alles hier angeglichen, damit das auch später gut aussieht, ne? Aber das ist ja, ne, alles... Ha! Ne, das sind so Pläne, die dauern halt, ne? Oh, stimmt, ich habe doch jetzt hier Holz. Das kann ich doch hier... So, die Blätter dürfen wir aus Holz nicht berühren. Ganz wichtig, weil sonst bleiben sie hier. So, genau, das haben wir gesagt, das ist eine Ecke. So. Okay, genau, es hat ja hier irgendwie gesagt, das kommt jetzt hier so runter. Gut, dann musst du auch weg. So. Ja, ne, wenn es keine gerade Fläche ist, ist es immer schwierig zu hantieren, ne? Das ist ja schon klar. Oder sollte es hier? Ich glaube, es sollte hier hin. So. Oder machen wir es mal so. So und so. Genau. Okay. So, genau. Jetzt können wir noch die Fläche da unten trotzdem nochmal ausfüllen. Da hätten wir hier nämlich auch eine gute gerade Fläche in dieser Ecke hier. So.
Aber ich bin mal echt gespannt, Leute. Ich würde gerne so Level, was ist Level, Folge 1000 vorspringen, weißt du? Um es einfach zu schauen, wie das Ende hier so aussehen wird. Aber es ist ja noch so ein Ding, es dauert noch, ne? Das dauert einfach noch, bis wir so weit sind. Aber egal, irgendwann, in Jahrzehnten, wird das Ganze hier einfach fertig sein, ne? Irgendwann wird das hier fertig sein. So, schon viel Erde hier aufgebraucht, aber bisher klappt das hier. So, ja hier, das Haus, genau, das können wir eigentlich auch noch abreißen. Also nicht das Haus, sondern das hier. Weil das Ding ist, das hier, ne, das ist hier so ein kleiner Mini-See, ne? Und ich finde die Idee eines Sees generell nicht schlecht, ne? Da können auch später richtige Fische drin schwimmen, etc., die man sich halt aus dem Meer fischt, ne? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und deswegen würde ich auch gerne eigentlich so einen See behalten. Aber den würde ich natürlich nur mal größer und ein bisschen schöner machen als der hier, ne? Deswegen wird das Ganze hier, was hier so gesehen weiter unten liegt, ne? Also wie viel, weiß ich jetzt noch nicht oder wie groß das sein wird. Aber generell so eine Art See wird trotzdem hier bleiben, ne? Deswegen, ja, mal schauen, ne? Also das Haus wird später wahrscheinlich also überflutet sein, so gesehen, ne? Aber bis es mal soweit ist, dauert es ja auch noch ein bisschen. So ist es ja nicht. Also ein bisschen Zeit haben sie ja noch. So. Haben wir noch, genau. Genau, erstmal hier das Holz weiter abfarmen. So. Ah ja. Okay, mir fällt gerade auf, dass wir einen kleinen Disput hier haben. Minimal einen kleinen Disput. Also hier ist das so hoch, ja. Also hier habe ich jetzt nichts irgendwie ausgelassen. Das ist mir doch jetzt gerade aufgefallen, dass wir es einfach nicht gleich groß hier geschafft haben, es zu verbinden. Muss das Ganze nochmal ein Stückchen nach oben oder was? Wahrscheinlich, ja. Na, verdammt. Na gut, dann wird die Fläche hier nochmal angehoben. Warum nicht? Warum nicht? Ja, Leute, Planung ist alles, ne? Sonst baut man dreifach und vierfach das Ganze hier, ne? Das ist schon belastend. Und belastend ist auch gleich, dass meine Axt kaputt geht. Die wird das Ganze nicht mehr aushalten. Oder? Ne, ich glaube nicht. Jetzt ist die. Ja. Eins, zwei. Und jetzt. Na, jetzt. Ja. Jetzt ist die Schrott. Okay. Machen wir erstmal hier. Das hier. So. Aber Leute, irgendwann brauchen wir ja auch mal Villager, ne? Also. Später das ganze Gebiet hier beleben, so gesehen, ne? Das ist auch wichtig. Damit das Ganze hier auch später mal so eine Art Handelszentrale wird. Weil Villager geben ja auch richtig guten Stuff, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Villager sind echt super, wenn man die hat, ne? Aber wie bekommt man Villager? Naja. Eigentlich nur, wenn man erstens ein Dorf in der Nähe hat und sie Villager entführt. Oder man geht auf Zombie-Jagd, ne? Und hat einen Schwächetrank und einen goldenen Apfel dabei, ne? Dann kann man die auch wieder zurückgewinnen, die Villager. Aber bis das soweit ist, das dauert leider bei uns noch ein bisschen, da wir kein Bladesuit haben, ne? Für so einen Braustand. Ja, also, oder haben wir. Ich habe ja schon mal ein Dorf gefunden, aber ich glaube, da war kein Braustand mit dabei, oder? Kein Braustand. Und hier auch nicht, ne. Oder muss halt auf Weltreise gehen und hofft, dass man ein Dorf findet mit einem Braustand, ne. Weil das ändert das natürlich wiederum. Weil dann hat man einen Braustand und könnte sich einen Schwächetrank brauen und. Ja, goldenen Apfel, ja. Den kann ich jetzt schon machen. Ich glaube, ich habe irgendwo noch einen Apfel. Gut, genau, ich brauche hier Bruchstein. Und ich brauche hier noch eine Axt. Dann kannst du auch wieder da rein. So, gleich wird es auch wieder Abend. Vielleicht können wir es noch kurz gefixt, bis es Abend wird. So. Hier sind noch ein paar Lücken. So. Nein, wie gesagt, ne, das Ganze wird hier irgendwann überflutet. Ja, irgendwann ist so ein weiter dehnbarer Begriff, aber im Endeffekt, genauer kann ich es halt gerade auch nicht sagen. Aber egal, irgendwann. Ich glaube einfach daran, dass das hier irgendwann mal fertig sein wird. Aber gut.
Aber ich bin ja sowieso eher einer, der darauf achtet, dass es zu Hause schön ist, ne? Klar, man könnte auch Minecraft durchrushen und so schnell wie möglich den Ender Dragon besiegen, ne? Sehe ich mich aber nicht da drin, ne? Ich baue lieber einfach, ne? Klar, irgendwann werde ich hier auch den Ender Dragon besiegen. Das ist logisch, ne? Das ist ja so die Mission in Minecraft, ne? Und die Mission in Minecraft muss man ja auch erfüllen. Aber ich kann euch nicht sagen, wann das sein wird. Das, glaube ich, dauert noch ein bisschen. Da ich auch nur eine Eisenrüstung aktuell habe, ne? Also da fehlen echt Verzauberungen, eine gute Rüstung, muss top vorbereitet sein. Ja, ich weiß, man kann auch einen Ender Dragon nur mit Betten besiegen, aber so ein Pro-Gamer bin ich noch nicht. Ja, noch, ne? Ihr wisst Bescheid. So, genau, jetzt machen wir das hier nochmal schön zu. So, es wird jetzt auch schon Abend. Abend. So. Genau. So, jetzt gehen wir schlafen. Und dann würde ich auch sagen, dass die Folge vorbei ist. Wenn euch dieses kleine Let's Play gefallen hat, Leute, dann würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben lassen könntet. Aber Leute, ich bin mal raus. Euer Robmod. Ciao.